Lol. Ah, in die Richtung. So, ich hole auch schon vorsichtshalber lieber ein Handtuch. Traue dem Braten nämlich nicht. Beim letzten Mal ging ja alles hoch. Erst lieber alles wegräumen. Kann ich gleich mal hier. Tisch abwischen. So. Okay, diesmal haben wir Glück. Diesmal kommt keine Kohlensäure hochgespritzt. Jo, grün habe ich umgestellt. Wir haben jetzt grün. Auch wenn es eher nach blau aussieht, aber es ist tatsächlich grün. Ich habe wieder ein grünes Zimmer. Ja. Das wird hier hin. Das kommt hier hin. Ah, Kabel. Jo, perfekt. Also wie gesagt, nicht wundern, es ist China-Sekt. Ich trinke um diese Uhrzeit kein Alkohol. Vor allem meine Lieblingssorte. Weiß nicht, ob die noch jemand von euch kennt. Heizung habe ich mir jetzt auch einmal angestellt. Meine kleine Mini-Stromheizung da. Weil Keller kalt, draußen Regen. Wah. Jo. Jo. Wunderbar. Ja. Ich habe dann Schokomoppel gesehen. So, dann können wir jetzt weiter questen. Vielleicht kriegen wir die 50 ja noch hin. Sehr schön. Ansonsten muss ich Bestiariumsviecher sammeln. Also töten. Würde aber auch kein allzu großes Drama sein. So, da bist du endlich. Du wirst es nicht glauben. Ich habe Nachricht von Astinien. Er will, dass wir beide ihn in Rotbruch treffen. Ich weiß, dass er damit, was er damit vorhaben könnte. Doch wir dürfen diese Gelegenheit auf keinen Fall verstreichen lassen. Ich muss wissen, was seine wahren Beweggründe sind. Alles klar. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ist alles klar. Aber wo müssen wir hin? Wo ist Rotbruch? Da ist Rotbruch. Also da. Gut, Bestiariumsviecher gibt es hier nicht. Also haben wir diesen komischen Ding. Was wäre denn bei Bestiarium noch? Die ganzen alten Dinger da noch. Ja, passt. Passt. So. Gut. Ich glaube aber, dass wir Eso heute einfach wegfallen lassen und dann halt einfach nur Evolve und Lotro machen. Weil ich habe eben nochmal geguckt. Ich glaube, das Update dauert dann doch. Das war gerade nicht ganz so. Es ging gerade mir dann in die rote Zahl und das wollte ich nicht. Das möchte ich dann ungern. Nicht, dass Stream wieder sagt, nie. Wir haben keine Lust. Wir machen das heute nicht. Und ja. Ich liebe auf Nummer sicher. Boah, dieses Gebiet sieht einfach so schön aus. So unglaublich schön mit dem roten Stein. Roten Kristall.
Da seid ihr. Wie lange ist das her, Alberic? Gib das Drachenauge zurück. Die Drachen spüren, dass das Juwel seine Heimat verlassen hat und sind dabei zu erwachen. Ach, das Schreckliche, auch das Schreckliche. Du weißt, was vor 20 Jahren geschah. Es ist zu spät. Nidhogg ist bereits erwacht. Was? Alter, kann dieser Hund mal aufhören? Ich glaube zumindest, dass es der Hund ist, der schon wieder hier links und rechts rumtrappelt. Der hat, glaube ich, schon wieder das Hummeln im Arsch. Hör zu, Alberic. Der Drache ist nicht erwacht, weil ich das Auge mitgenommen habe. Ich habe das Auge mitgenommen, weil ich fühlte, dass er erwachen würde. Die Kraft des Drachen in mir selbst hat es mir eingegeben. Ich wollte die Stadt schützen. Die Wunde, die der Drache vor 20 Jahren erlitt, hinterließ unsäglich großen Hass in ihm. Wenn er erneut erwacht, wird sich sein Zorn direkt auf Ishgard entladen, wo der Beweis seiner schmählichen Niederlage als blutige Trophäe aufbewahrt wurde. Das Auge musste also weg von Ishgard, sonst würde es Opfer geben. Unschuldige Ishgarder. Aber willst du dich etwa selbst opfern? Oder ist das alles Rache für... Du weißt es doch selbst. Du hast miterlebt, wie mein Dorf von Nidhogg vernichtet wurde. Familie, Freunde, Heimat. Alles Worte, die von diesem Tag an keine Bedeutung mehr für mich hatten. Drachenreiter wurde ich, um die Biester hinzurichten. Jeden einzelnen von ihnen. Der hohe Drache war damals nur zurückgedrängt, nicht endgültig besiegt. Käme er zurück, würde sein Zorn auf so hundertfache angewachsen sein und sich auf das hoffnungslos unterlegene Ishgard entladen. Das wusste ich. Und sollte es soweit kommen, wäre ich bereit, entschlossen, den Atem dieser Ausgeburt der sieben Höhen für immer zu ersticken. Das werde ich. Das Auge ist unergründlich. Wenn es zwei Azur-Drachenreiter erwählt hat, dann heißt das wohl, dass wir uns zusammenschließen müssen im Dienste der gemeinsamen Sache. Du, Abenteurerin, ich brauche deine Drachenkraft, um Nidhogg zur Strecke zu bringen. Noch nie hat es zwei Azur-Drachenreiter zur selben Zeit gegeben. Nidhogg wird vor unserer geballten Kampfkraft erzittern. Wenn du bereit bist, die Bestie an meiner Seite zu bekämpfen, dann wappne dich für unsere große Schlacht. Doch erst musst du beweisen, dass du wirklich würdig bist, dich eine Azur-Drachenreiterin zu nennen. Gelange in den Besitz der Drachenreiterrüstung. Sieh die Rüstung, die ich trage. Sie wurde mit frischem Drachenblut geweiht und vermag die Kraft noch zu verstärken, die in einem Azur-Drachenreiter wohnt. Wenn du mir helfen willst, dann musst du erst eine solche Rüstung erlangen. Zu diesem Zweck wirst du schwere Prüfungen bestehen müssen. Albrecht kann dir erklären, was genau zu tun ist. Ich schlage vor, dass ihr zum Observatorium zurückkehrt und dort in Ruhe plaudert. Auf mich warten ein paar Drachen. Warte, Estine, du wirst... Vertrau mir, Albrecht, mein Lehrer. Bis sie bereit ist, werden sie mich nicht kriegen. Daria Eissatze, es liegt bei dir. Ja, gut. Also, das war ja auch leer. Steht das also auf der Seite? Ja. Dann können wir gleich wieder zurück. Ach komm schon, warum kriege ich denn nur noch den Vogel? Der hier ist aber noch gut, ne? Ja, bis 7. 2024. Nicht, dass er jetzt irgendwas trinkt, was nicht mehr gut ist. Oh, ich liebe das Regenprasseln. Wenn ich so ganz leicht höre. Aber ich liebe das Regenprasseln. Immer so schön.
Nein, lasst mich. Ich will das nicht. Lasst mich. Lass mich gehen. Tschüss. Estinien. Ah, entschuldige, ich war ganz in Gedanken. Estinien hat gesagt, dass du deinen Wert unter Beweis stellen musst, indem du in den Besitz der Drachenreiterausrüstung gelangst. Das ist wohl wahr. Und ich hatte von Anfang an vor, dir die Rüstung zu vermachen und dich das wahre Wesen des Dragoons zu lehren. Doch ich weiß nicht, ob du wirklich schon so weit bist. Du musst wissen, dass die Rüstung eines Azur-Drachenreiters keine gewöhnliche ist. Sie wird aus Mithril gefertigt, das beim Schmieden in Drachenblut getränkt wird. Und nur wer im Kampf mit der Lanze seine Rechtschaffenheit demonstriert und den Dragoon-Kristall zur Resonanz bringt, ist würdig, sie zu tragen. Demonstriere es, indem du dich den Herausforderungen stellst, die meine Ritter dir auferlegen werden. Lasse deinen Dragoon-Kristall hell erstrahlen und den Teilen der Drachenreiterrüstung Leben einhauchen. Deine Prüfung wirst du dich im Ogerbauch stellen. Bursemont erwartet dich dort bereits. Ich wünsche dir viel Glück, Aidaria. Was ist denn das jetzt? Das ist der auf Chaos ist. Also den wir jetzt nur noch spielen werden. Erstmal. Also, bis alles 90 ist. Ich habe ja meine Streamstars ja auf Chaos gepackt. Und ja, das ist er jetzt. Wir haben ja jetzt Barbe auf 50, White Mage auf 50. Jetzt kommt der Dragoon auf 50. Ist auf dem kein Moped? Nee, habe ich nicht. Habe ich allgemein nicht, leider. Leider. Mein Auto habe ich leider nur auf meinem Main. Also auf meinem alten Main. Auf den ich jetzt privat spiele nur noch. Es sei denn, da steht irgendwann mal was mit an. Wie Raids oder sowas. Jagdtrophäen auch nicht. Nein. Also habe ich bisher alles noch nicht gemacht. Die Jagdtrophäen. Ich habe bisher nur die Sache, die Klassen auf 50. Oder bin jetzt dabei, die auf 50 zu ziehen. Die ganzen Sachen, auch die Stämme und sowas, wird wahrscheinlich dann kommen, wenn... Ne, wenn... mein Routinebonus nicht mehr ganz so kickt. Ging's um die Reizgeschwindigkeit. Ach jo, nee, so weit... Nee, ich glaube... Hier dauert's ja eh noch, bis ich... Wo ist das hier? Das hier dauert ja auch allgemein noch ein bisschen. Ja, und wie gesagt, mit Mounts habe ich ja sowieso noch nicht. Ich habe meine gekauften. Jagdtrophäen und alles. Das kommt dann bei Zeiten. Hier müsste ich halt die Story weiterspielen, aber das Witzige ist, die Story ist halt gerade bei... Ist gerade gar nicht damit drin. Tauglichkeitsprüfung bei Stufe 30. Das Problem ist halt, ich habe ja den Routinebonus bis 80. Das heißt, ich will erstmal alles auf 50 kriegen und gehe das dann halt immer so Schritt für Schritt. Ist ein bisschen aufwendig, als wenn ich jetzt erstmal alles auf 79 machen möchte, würde machen, tun sollen. Aber da ich sowieso keine Klassenquests dann weitermachen kann, bis ich Reborn fertig habe, passt das eigentlich. Kann ich das immer so schrittweise machen? Bin in die falsche Richtung gelaufen. Scheiße. Also ich war noch nicht mal in Brühlwuchs drin. Das kommt alles erst noch. Als nächstes ziehe ich dann den Gladiator auf 50.
habe ich mir jetzt so überlegt. Wie gesagt, wir stellen mal Jagdtrophäen und das alles, das kommt dann noch. Das machen wir dann alles so in Ruhe. Wir haben mit dem Schei ja jede Menge Zeit. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Hättest du es keiner. Ich brauche einmal noch ein bisschen Gießerblatt. Gönn dir. Ja. Du trachtest also danach in den Besitz der Drachenreiterrüstung zu gelangen. Doch bist du eine einfache Abenteurerin ihrer wirklich würdig. Beweis es, indem du dein Geschick an der Lanze demonstrierst. Mit dem Scharia hat ja auch noch kein Muki-Event, wo man eventuell Reittiergeschwindigkeit kriegen könnte. Das Vergnügen hatte ich leider nicht. Die Idee kam mir ja erst danach, dass man das ja mal machen könnte. Ja, passt. Achso, ich muss wieder zurück. Aber es kommt noch. Diesmal will ich ja, wie gesagt, auch die Sammler und Crafter mit hochziehen. Und halt auch weniger versuchen, vom Marktbrett zu kaufen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich beim Fischer einige Fische, die es hier nur zu gewissen Uhrzeiten gibt, holen werde, weil ich hasse den Fischer. Den Fischer will ich einfach nur hochkriegen und fertig. Das hat das Spaß. Oh, den habe ich. Den habe ich. Allein diese Dragoon-Quest-Reihe mit Destinien. Ich wusste nicht, dass Destinien mitspielt. Also, ich habe gehört, okay, ja, Destinien soll wohl eine Rolle hierbei spielen. Aber ich wusste halt nicht, inwieweit. Und ich habe richtig Spaß, gerade die ganze Quest zu lesen. Das macht richtig... macht tatsächlich richtig Bock. Ich bereue es so, dass ich das damals nicht gemacht habe. Also, ich spiele tatsächlich gerade so, wie ich beim ersten Mal gespielt hätte. Abgesehen davon, dass ich jetzt... den Routine-Bonus habe. Dragoon habe ich auf 30 oder so. Ja, ich halt eben auch. Ich hatte den auf dem anderen halt auch auf 30. Aber, oder auf 40, glaube ich sogar. Aber ich hatte die Klassenquest nicht weitergemacht. Die ist, glaube ich, bei 20. Ungefähr. Also, ja. Aber die Quest ist cool. Ich habe auch schon die Rüstung gesehen. Und die ist so cool. Ich liebe die voll. Vortrefflich. Ich hege keinen Zweifel mehr an deiner Eignung. Dem ersten Teil der Rüstung hast du mit deinem Heldenmut Leben eingehaucht. Bitte nimm ihn entgegen. Die nächste Prüfung wird Höstin dir stellen. Du findest sie weiter unten im Ogerbauch. Viel Glück, Abenteurerin. Yay. Beinchen. Gott, habe ich schmale Beine. Ah ja, das ist Yaoi, okay. Also die Klassen, die ich tatsächlich noch gar nicht gezockt habe, also zumindest wenig. Taumaturg bin ich immer, habe ich immer versucht zu vermeiden. Aber ich habe mir jetzt einen groben Plan gemacht. Den mache ich erstmal nur die Reborn-Klassen. Wir machen danach in Ulda weiter, dann kann ich da mir nämlich das Goldsourcer endlich mal freispielen. Dann mache ich nämlich Gladiator. Taumaturg. Ich will es einfach nur hinter mich bringen. Danach den Faustkämpfer. Dann geht's nach Limsa und da werde ich wahrscheinlich entweder erst den Marodeur oder erst den Schurken machen, je nachdem. Und den Hermetiker zum Schluss, weil das wäre dann noch eine Klasse, die ich ganz gerne mag. Weil. Weil meine drei Lieblingsklassen habe ich jetzt schon. So von den Realm Reborn-Sachen. Und ich mache das dann immer so peu à peu. Also wenn wir dann quasi in Heavensward sind, ich weiß gar nicht, da gab es dann, glaube ich, den Dunkelritter, ne? Dunkelritter, Astrologe, glaube ich, und Maschinist. Verbessert mich bitte, wenn ich falsch liege. Dann ziehe ich die nämlich auch noch auf 50 hoch, bevor es dann richtig weitergeht. Oder vielleicht dann auch auf 60, ich weiß noch nicht genau, wie ich das dann mache. Wenn ich habe ich gerade auf 60 für mein Cosplay gebracht. Als nächstes stimmt da der Nian. Den habe ich wenig gespielt. Den habe ich echt wenig gespielt. Ich glaube, auf meinem anderen Char ist der noch auf 19, glaube ich.
Ich hatte bisher nur den White Mage auf 90, den Barden auf 90, Maschinist 90, Tänzer 90, Schnitter, also den Reaper habe ich auf 90 und den Mönch habe ich auf 90 gehabt. Und der Samurai wäre fast 90. Also ich habe mit dem anderen eigentlich fast sieben Klassen auf 90. Und den Sage habe ich, glaube ich, mittlerweile auch recht weit wieder. Glaube ich. War das gerade gar nicht? Ich glaube, es war der Sage. Dann kommt irgendwann der Rest, ja. Wie gesagt, bei mir, ich mache erstmal alles auf 50. Genauso wie die Berufe und alles. Und dann steigere ich mich dann halt. Weil ich will halt auch den Bonus ausnutzen. Wäre doof, wenn ich es nicht mache, ne? Solange wie ich ihn habe, will ich ihn auch nutzen. Punkte sammeln. So. Du hast dein Kampfgeschick schon einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Doch diesmal geht es um nichts Geringeres als die Drachenreiterrüstung. Kannst du dich ihrer würdig erweisen? Weiß ich nicht, ob ich das kann. Kann ich? Komm her. Du willst... Komm mal. Aua. Will aber nicht herkommen. Komm doch mal. Ich will hier nicht den ganzen Raum holen. Lass mich. Ein kleines, süßes, hässliches Viech. Da spiele ich gerade Cyberpunk. Ist irgendwie kurios mit der FF-Mucke im Hintergrund. Das glaube ich. Das glaube ich. Cyberpunk müsste ich auch mal weiterspielen. Das habe ich angefangen und ja. Aber vielleicht spiele ich das ja mal mit euch im Stream. Mal gucken. Das Auge des Drachen scheint sich nicht in dir geirrt zu haben. Deine Rechtschaffenheit hat auch das zweite Stück der Rüstung mit Leben beseelt. Du hast es dir mehr als verdient. Da bist du auch der nächsten Prüfung gewachsen, die dich auf dem Grund des Ogerbauchs erwartet. Wenn du an dich glaubst, dann such Brumont, wie auch immer, auf. Was habe ich diesmal bekommen? Hände. Das sieht auch kurios aus hier. Schön zusammengewürfelt die Rüstung. Hallo Bruce. Ich nenne dich jetzt nur noch Bruce, ist das in Ordnung? Du bist wahrlich ein Tausendsasser. Es bis hierher geschafft zu haben. Doch die dritte Prüfung ist schwieriger als die beiden ersten zusammen. Du wirst all deinen Mut und all dein Können aufbringen müssen, um sie zu bestehen. Ja, genau. Ist ja so, dass Addon erscheint. Bis dahin kannst du dir ruhig Zeit lassen. Den Hype dann mitnehmen. Vielleicht kriegst du dann noch ein paar Zuschauer. Ja gut, darum geht's mir ja nicht. Wäre natürlich schön. Steht auf der Frage, natürlich. Ich würde es toll finden, wenn die Community weiter wächst. Aber, ja. Hauptsächlich geht es hier darum, Spaß zu haben. Nicht darum, den Hype mitzunehmen. Ich glaube, das machen genug andere. Und ob es dann auch immer so klappt, dann so. Mal gucken. Vielleicht spielen wir das ja mal. Installiert ist es, glaube ich, noch. Ich habe es, glaube ich, noch installiert. Aber erstmal wurde ja für Kingdom Hearts abgestimmt nach Life is Strange. Vielleicht, wenn wir dann Rutsche irgendwann mal durch haben. Spricht doch nichts dagegen, weil das verbindet. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Also hauptsächlich, wie gesagt, jetzt darum. Spaß haben, aber ich würde auch gerne wachsen. Aber ich bin schon erstaunt, dass es nach... Ist es jetzt doch... 1,5 Jahre sind es jetzt. Etwas über 1,5 Jahre. Aber es ist trotzdem schon... recht viele sind. Ich habe damals gesagt, dass nicht mal einer zuguckt. Außer meiner besseren Hälfte, die über mir sitzt. Die sowieso bei allem zugucken würde. Also, ja. Deswegen. Ne, freue ich mich da immer. Manchmal sitze ich auch einfach vorm PC nach einem Stream und kann einfach nicht glauben, dass mir mehr als 10 Leute manchmal zugesehen haben. Ich finde das immer schön. Meisterliche, meine Güte. Hier ist das dritte Teil der Rüstung. An dieser Stätte hast du damit alle Prüfungen bestanden.
Die letzte Prüfung wird der Alberic am Observatorium stellen. Mögest du siegreich aus ihr hervorgehen und über Nijok triumphieren. Juhu! Aber ja, porte mich hin, ne? Du musst dahin. Wart mir ein bisschen Zeit. Kein Geld, aber Zeit. Jo, was war das andere? Beinchen. Okay. Passt du der Rest nicht mehr? Aber ohne Witz, ich bin verdammt froh, dass ich den Hai schon habe. Bin verdammt froh. Das ist so toll. Kniff. Ich würde dir sagen, harte Arbeit, aber das war Zufall. Kleiner Hai. Düm, düm. Oh nein, jetzt habe ich nur Wurm. Danke, Tervan. Sehr lieb von dir. Schön. Dann habe ich gerade erst wieder ein Video zu gesehen. Alles gut. Es gibt gerade schon wieder ganz viele kleine High-Memes. Ich fand das damals furchtbar. Jeder hat das rauf und runter gespielt. Wobei am schlimmsten war das Originalvideo, wo du dich nur dachtest, Alter, nein, bitte nicht. Das stimmt mit den Leuten nicht. Wie ich höre, hast du dich im Ogerbauch vortrefflich geschlagen, Herr Daria. Meine herzlichsten Glückwünsche. Doch nun kommt der schwierigste Teil. Deine letzte Prüfung wirst du wesentlich westlich der stählernen Wacht ablegen, an einem Grab, dem besondere Bedeutung für uns innewohnt. Nimm diese Drachenpfeife und rufe mit ihr deinen Gegner herbei. Doch sei gewarnt, er wird dir all dein Können an der Lanze abverlangen. Sollte es dir tatsächlich gelingen, über ihn zu triumphieren, dann bringe mir den Hordenschädel, den du erhalten wirst. Talone möge dich schützen. Yay! Darf wieder hoch, ne? Ich darf nach ganz oben. Sicher, ob du dafür jung bist, aber kannst du eventuell noch schon was sparen, wo er. Ja. Ja, kenne ich noch. Ist gerade so die Schulzeit bei mir noch, also schon gewesen. So gerade, da hat gerade meine Schulzeit angefangen. Und hinter jeder Fernsehzeitschrift war dann ja auch diese ganzen Klingeltöne und was weiß ich, was du dir da holen konntest von diesem Jumba-Spar-Abo. Und auch jede, ich weiß nicht, wie oft es in dieser Werbung war. Ich glaube, es gab ja auch diesen Elefanten, der dann vom König der Löwen dieses Lied da gesungen hat. Oder, ne, hier im Dschungel oder wie das Ding ging. Oder, dieser Hase, wie hieß der denn nochmal? Schnuffel? Schnuffel? Schnippel? Ich weiß es nicht. Irgend sowas in der Art da. Oh, ich weiß auch nicht. Oh, das gab's da alle. Das war ganz furchtbar. Das war ganz, ganz furchtbar. Mein kleines Herz, oder wie das ging. Ach, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Aber auch diese. Wie gesagt, diese ganz kleinen Ausschnitte hinten auf der Fernsehzeitung. Und mein Vater, der das dann halt unbedingt haben wollte, wo ich mir nur dachte, warum? Warum? Warum will man dafür Geld ausgeben? Er hat es dann tatsächlich aber nicht hingekriegt. Ungefähr dasselbe Niveau wie der kleine Hai, deswegen kam ich da drauf. Ja, wie gesagt, kleine Hai kenne ich auch nur dadurch. Das war ganz furchtbar. Und kaum gab es das, hat das jeder gehabt auf dem Handy. Jeder hat das als Klingelton gehabt oder jemand damit genervt. Oder auch das war so eine schreckliche Zeit. Oh. Genauso schlimm wie Schnieschner Schnappi. Das war genau so ein Horror. War zwar kein Klingelton, aber es war trotzdem nervig. Oh, ne. Nee. Nie wieder. Bitte lass diese Zeit nie wiederkommen. Oh. Also die Zeit an sich war schön, aber nicht das. Nee.
Nee, nicht diese ganzen Klingeltöne. Genau wie die ganzen Handyspiele. Es gab ja auch diese ganzen Handyspiele damals. Wählen Sie diese Nummer, dann kriegen Sie den Klingelton und das Spiel gratis dazu. Mhm. Natürlich. Plötzlich hast du 30 Abos abgeschlossen. Alles kommt wieder. Ja, das merke ich gerade. Bei manchen Moderichtungen merke ich das gerade extrem, wo ich mir auch denke, war das nicht schon mal? Hatten wir das Thema nicht? Gibt ja auch immer wieder diese ganzen Videos 90er und ne, was damals alles so Trend war. Oh. Oder die 2000er. Am schlimmsten damals in meiner Schulzeit war, wo alle dieses Etadi haben wollten. Ich weiß nicht, ob ihr das oder ob euch das was sagt. Ganz eine Etadi, die Etadi-Marke. Nicht nur, dass es scheiße aussah. Das wollte doch noch jeder haben. Und du warst natürlich out, wenn du es nicht haben wolltest. Oder diese komischen karierten Schals. Das war so ein komischer, abgefrenzter Schals. Ein Karo-Muster. In sämtlichen Farben, die der Regenbogen hergibt. Oder die Farbpalette. Nee. Danke. Dann ist Plateauschuhe und Helly Hansen-Jacken. Plateauschuhe, ja. Die Plateauschuhe kamen aber später nochmal wieder. Aber in einer ganz seltsamen Form als Winterschuhe. Plateau-Winterschuhe. Rutschfest. Aha. Klar. Natürlich. Jeder wollte es haben. Jeder hatte nasse Füße. Und jeder ist hingefallen. Aber das musste jeder haben. Ich will gar nicht wissen, was heute im Trend ist bei den Schuhen. Bei den Kids. Will ich gar nicht wissen. Das ist vielleicht auch besser so. Oder diese, ich weiß gar nicht. Adidas und Puma und was weiß ich, was dann auch noch. Nee, wenn du das nicht hast, dann bist du nicht cool. Oh, Leute, das ist Kleider. Kleidung. Das ist, Mann. Oder diese Chucks. Da gab es doch auch so eine ganz besondere Chuck-Marke. Oder waren das die sogar? Ich weiß gar nicht. Komischen Schüchen da. Es mussten immer die Originalen sein. Herz die Originalen nicht was unten durch. Oder so eine ganz bestimmte Taschenmarke gab es auch noch. Und die sah hässlich aus. Ich weiß nicht, was da alle dran fanden, aber die sah potthässlich aus. So eine Weile her. Aber die letzten Schuhe, die im Trend waren, von dem, was ich mitbekommen habe, waren Vans. Stimmt, die gab es ja auch noch. Ach ja. Ja, oh Gott. Was waren das denn nochmal für Dinge? Will ich mir das nochmal angucken? Ah, ja, die war's. Ja. Genau. Mhm. Und wenn man sich dann mal den Preis an... Wenn man sich diesen Preis anguckt. Und ich meine, ich trage auch verdammt gerne Sneaker, ne? Aber... Die ich mir kaufe, sind um die Hälfte günstiger... Und halten bei mir 4, 5 Jahre. Also ich sag nur 80 Euro. 110 Euro. Oh, es gibt welche für 40, aber die sind bestimmt nicht original. 95 Euro. Ach du Heilige. Hier. Gibt Schuhe, für die ich sowas ausgeben würde, aber das sind nicht die. Das wären nicht solche Schuhe. Alles, aber nicht die. No way. Da ist mir mein Geld zu schade für. Achso. Wenn du die letzte Prüfung bestehst und mit den Hordenschädel bringst, werde ich dir das vierte Rüstungsteil bringen, geben. Tun sollen. Hier. Nimm.
Deine Dragoonkristalle strahlt so hell wie nie zuvor. Du hattest meine kühnsten Erwartungen übertroffen, Adaria. Und dich der Drachenreiter-Rüstung als würdig erwiesen. Hier hast du das letzte Stück. Du bist nun einer von uns. Mehr noch sogar. Du hast gezeigt, dass das Auge des Drachen dich zurecht erwählt hat. Auch du bist eine Azur-Drachenreiterin. Doch bist du wirklich gewillt, der Inkarnation des Bösen, dem grausamsten aller Drachen Nitok, entgegenzutreten? Wenn dem so ist, dann zeige mir deine Entschlossenheit. Senja, habe ich nur die gleichen Schuhe getragen. Das waren so 20-Euro-Dinger vom Deichmann. Circa alle 2,5 Jahre verkaufen. Vor 2 Jahren wurden die eingestellt und seitdem trage ich 50 Paar Nike Paar. Ja, geht doch auch. Also für 50 Euro geht das sogar. Also ich glaube, meine, die ich jetzt habe, hätten 34 gekostet, waren auf 19 runtergesetzt. Passt super. Und ich glaube, meine Winterstiefel haben auch 49 gekostet. Die habe ich 4 Jahre und sie sind immer noch gut. Meine Sandalen habe ich auch schon seit 5 Jahren. Haben, glaube ich, 40 gekostet. Ja. Geht definitiv klar, vor allem da mein Schuh große Kindersack ist. No. Ja, gut. Oh, die armen Kinder. Ich hoffe, du hast das noch nicht versucht. Jo, was gibt's jetzt? Wirbelsprenger. Du greifst deinen Gegner mit einem großen Sprung an. Okay. Du bist also gewillt, deine Kräfte mit Destinien zu ein- und Nitok entgegenzutreten? Du hast meinen größten Respekt, Adaria. Um dein Wesen als Azur-Drachenreiterin zu vervollkommen, wirst du noch eine letzte Prüfung ablegen müssen. Doch vorher möchte ich mich dir erklären. Wie gesagt, war ich selbst früher Azur-Drachenreiter. Und vor 20 Jahren verlor ich plötzlich meine besondere Kraft. Du erinnerst dich? Das war eine Lüge. Nicht verloren habe ich sie, sondern aus eigenem Entschluss abgelegt. Dieser Blick des Drachen, als ich ihn verwundet hatte, wie er mich glühend durchbohrte, wie ein Strahl aus brennendem Hass. Dieses Gefühl werde ich niemals, niemals vergessen. Du denkst, du hast alle Qual, alles Leid, alle Versuchung dieser Welt gesehen. Täusche dich nicht. Die Drachenkraft der Azur-Drachenreiter steht in besonderer starker Wechselwirkung mit dem Seelen der Drachen. Verstärkt sie in immer größer anschwellenden Resonanz. Viel stärker noch als bei gewöhnlichen Wesen. Ich spüre, dass ich nicht stark genug war, diesem gewaltigen Sog zu widerstehen. So warf ich die Kraft weg und entrann dem Einfluss des verwundeten Nitok. Nur so konnte er bei Fahnenkessel zurückgedrängt werden. Doch ohne die Kraft mochte ich die Dorfleute nicht vor den Angriffen der anderen Drachen zu schützen. Nur Estinien überlebte. Dieses bittere Geheimnis trug ich stets in mir. Nicht einmal Estinien selbst weiß davon. Die heilige Stadt zu schützen, sich an den Drachen zu rächen, sei dasselbe, sagte er. Doch Schutz und Rache sind nicht dasselbe. Seine Seele ist vom Hass in Brand gesetzt. Er weiß nicht, was er tut. Wenn ich Estinien treffe, muss ich ihm alles sagen. Manchmal muss man auf seine Macht verzichten, um nicht von ihr verschlungen zu werden. Auch ich wollte das nicht glauben. Doch dann wurde ich fast selbst ihr Opfer. Die Drachenkraft ist stark und allzu oft stärker als ihr Träger. Ehe du dich versiehst, kämpfst du auf ihrer Seite, der Seite der Drachen. Boah, ich kann schon nicht mehr lesen. Müsste 48, 49 sein. Gibt doch größere, ich weiß. Okay, aber 48, 49 ist echt schon groß. Ich habe halt 38, 39. Also jetzt mal so zum Vergleich. Jetzt ist halt einfach 38, 39. Doch nun sollst du dich erst einmal um deine letzte Prüfung kümmern. Sie wird dich zur Stätte der Vorsehung führen, an der du mit der Drachenpfeife deinen bislang mächtigsten Gegner herbeirufen wirst. Bezwinge ihn und stelle deine Rechtschaffenheit ein letztes Mal unter Beweis. Tust du dies, wird die Kraft der Drachen in dir mit deinem Kristall in Einklang schwingen und dir zuteil werden lassen, was dich zu einer wahren Azur-Drachenreiterin macht. Um eine vollendete Azur-Drachenreiterin zu werden, muss die Kraft des Drachen in dir vollständig erwachen. Demonstriere deine Rechtschaffenheit, Adaria. Natürlich. Kriegen wir hin. Kein Problem. So. Wo muss ich hin?
Ach, das war das Ding. Ich komme nicht darum herum, das Mysterium noch zu machen. Ja, ich habe ja da noch das Mount. Ja, es wird knapp mit dem Level. Ich bin nicht mehr voll. So, ich musste jetzt, glaube ich, da einmal ganz außen rum, um da hochzukommen. Prostmahlzeit. Wie sieht das mit der Agenda aus?